Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Star Wars Jedi Fallen Order. Dann wollen wir gleich mal eine neue Reise starten. Story-Modus, Jedi, Ritter, Meister. Ah, das ist der Schwierigkeitsgrad. Eingehender Schaden sollte nicht so hoch sein. Wir nehmen mal Jedi, Ritter. Meister würde ich mich nicht nennen, vor allem da ich das hier mit dem Controller spiele. Könnte es lustig werden. Ich bin eher Maus- und Tastatur-affin, aber das kriegt man schon hin. Also bei Rennspielen klar Controller oder bei Rocket League, obwohl da bin ich auch nicht so erfolgreich. Aber hier, mal schauen, mal schauen. Ist es mein Schiff? Ich hoffe mal, sieht cool aus. Er sieht ein bisschen kaputt aus. Ne, fliegt noch. Ach, das ist schon ein cooles Setting hier. Wo bin denn ich? Da unten bei dem Tentakelmonster. Na, hoffentlich kriege ich keinen Copyright-Strike wegen dem Lied hier. Muss ich vielleicht drüber singen? Na, schauen wir mal, was YouTube sagt. Also, ich finde, das Spiel fängt mega an. Hör zu, ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl. Aber der Boss will was von dir. Nein. Was will er denn von mir? Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Das ist mein Boss. Wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Das ist allerdings richtig. Für Geld mache ich alles. Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Ja, ja. Nur weil du mein Boss bist, heißt es nicht, dass du mich rumkommandieren kannst. Hui, ich kann mich bewegen mit Controller. Schauen wir mal, das wird so eine Art Tutorial oder Einstiegspunkt sein. Die Aliensprache höre ich leider nicht. Nein, spring doch weiter. Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, nicht runterspringen. Was heißt nur keine Sorge? Ich mach mir Sorgen. Da hustet jemand im Hintergrund. So, da komme ich hoch. Hui. So. Wird mir das Spiel sagen, was ich machen muss? Könnte ich's machen? Das finde ich jetzt nicht so toll. Muss ich Doppelsprung machen? Irgendwie. Das hat auch nur ganz knapp geklappt. Hier oben. Sag mir doch die Steuerung, Spiel, wenn ich das schon mache. Einfach einblenden. Oh, was für eine Aussicht ist das cool. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukahalb gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Vielleicht klaue ich mir das auch. Gehen wir. Und fliege ich damit weg von diesem Schrotthof. Ich glaube, wir schwelgen in Gedanken und träumen von einem anderen Job. Na, egal. Dann quetschen wir uns mal hier durch. Vorsicht! Vorsicht, nein! Hui, der hat überlebt. Alles okay? Ja, ich bin okay. Na, ein Glück. Aber die Leiter ist weg. Ja, das sehe ich. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Ich bin schlecht im Improvisieren, wenn mir das Spiel nicht sagt, was ich improvisieren soll. Kann ich nicht einfach... Hui! Ja, das scheint richtig gewesen zu sein. Mein Controller vibriert vor Aufregung. Sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Müll? Aber kein zugelassener Müll. Hey, wieso bin ich kein zugelassener Müll? Ich habe alle Abschlüsse, die man so haben kann. So, dann machen wir es wohl wie Tarzan. Da hängt ein Seil.
Hui. Yeah. Eieiei. Nee, das macht Tarzan nicht. Ich kann kein Tarzan-Schrei mehr. Ist bedauerlich. Hab vergessen, was er da schreit. Ah. Das war's auch nicht. Bin gleich wieder weg. Ja. Ziemlich unentspannt, die Leute. Ich verstehe doch kein Wort. LT springen, drücken und... Was ist das? Ein LT, ein linker Trigger. Aber dann eher hier. Ja. Drücke ich doch. Okay, ich darf A nicht loslassen. Moment, die 30 Minuten verbringen wir hier. LT springen und drücken, um zu klettern. Ich soll LT springen und drücken? Springen und drücken. Was willst du, dass ich drücke? Moment, das haben wir gleich. Das haben wir nicht gleich. Mach doch alles, was das hier sagt. Na gut, ich cut mal dazu hin, wo ich es geschafft habe. So, ich hab's rausgefunden. Mein linker Trigger war der andere linke Ding. Ich sag doch, ich bin controllermäßig nicht so versiert. Jetzt hat's aber geklappt. Ist das nicht schön? Oh, ein kleiner Druide. Krieg ich den? Ich kann keine Credits riechen. Ich sehe nur Schluchten. Das kann nicht richtig sein. Na komm. Hui. Muss ich hier nach links? Nee, eher nach rechts. Ja, das sieht besser aus. Hui. Nein. Ich will nicht sterben, aber ich will das Geld. Leiste nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich selber um. Das ist der Plan. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Wir sollten den auf jeden Fall ausführen. So. Einmal dünn machen. Ich mit meiner Wampe wird da nicht durchpassen. Selbst mit Luft anhalten wird es schwierig. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Da waren doch schon Ratten. Ich glaube, die zeugen gerade Nachwuchs. Oh, ist das cool, wenn was fliegt. So. Die... Ich dachte, wir wollten uns nicht hier selber ausschalten aus Versehen. Aber die roten Markierungen sind hilfreich. Da weiß ich, was damit zu tun ist. Na, das läuft doch schon beim Klettern. Ich hatte zwar Startschwierigkeiten. Wir treffen uns bei den Klammern. Na gut. Fallen lassen. Na gut, wenn das Spiel drauf besteht. Und nochmal das gleiche. Also nicht fallen lassen. Ja, gut, das sind jetzt normale Spielmechaniken. Damit komme ich wieder klar. Schön runter und fallen lassen und da sind wir. Von oben. Also die Dialoge gefallen mir. Ach, da ist ein Seil. Dann seilen wir uns mal rüber. Hui. Na also. Soll ich nach oben oder nach unten? Ich glaube nach unten. Nein! Ich habe mich doch richtig fallen lassen. Ja! So, und dann wahrscheinlich links auf die Rampe. Nein. Das war der falsche Weg. Dann denkt mal vielleicht davor kurz nach. Ah. Ich sehe das rote Gitter, an dem ich mich langhangeln muss. Einfach hier nach links steppen. Ah, warum nicht gleich so? Manchmal bin ich doof. Hui, und es geht wieder nach unten. Hoffentlich ist kein Schiff hinter uns, das auch runterrutscht. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Oh. Ist das cool. Ich will da aber noch zusehen. Muss schon sagen, ziemlich beeindruckend. Muss ich hier hochklettern? Nö. Oder? Zusehen? Doch, da lohnt sich's zusehen auf jeden Fall. Brauche ja auch ein gutes Thumbnail für das Video. Obwohl, das ist ein bisschen dunkel, das erkennt man dann nicht. Na komm, passiert da was? Dann muss ich hier lang. Kriegt ihr es hin? Ich brauche Wegpunkt oder so einen Kompass. Irgendwie so ein Jedi-Mind-Trick. Oder eine HUD-Anzeige. Okay, ich kann hier nach oben.
Es war anscheinend der richtige Weg. Na. Das habe ich nicht mal in der Schule geschafft, als ich ein bisschen sportlicher war. Da bin ich keinen Meter dieses dämliche Seil hochgekommen. Boah, ich mag das Setting. Ich mag die Star Wars Filme zwar nicht unbedingt. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Was willst du von mir? Was ist denn ein unterer Hebel? Naja, Star Wars Filme sind einfach... Oh, passiert mir das oft. An mir vorbeigegangen und dann war es ein bisschen zu spät. Die Effekte sind schlecht gealtert und die neuen Filme sind von... RS, was ist denn RS? Na also. Alles klar. Von Disney verdisneyt worden. Den siebten mochte ich, aber den Rest nicht wirklich. Okay, nu? Klammer ungesichert. Du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Ja, ich mir auch. Was macht eigentlich der andere, während ich hier mein Leben riskiere? Moment, ich mach das. Sehr gut. Dann klettern wir mal nach oben. Mensch, bin ich gut in meinem Job. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ja. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Wieso bin ich denn so traurig? Wir müssen daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Was passiert jetzt? Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Oh oh, vorsichtig. Oh je, das wird teuer. Muss ich nach unten oder soll ich mich aufhalten? Ich glaube, ich muss meinen Freund da retten. Hui, eine schöne Rutschparty. Nein, nicht auf die Fresse. Au, da bin ich durchgeklippt. Nein, Tentakelmonster. Da wollte ich doch gerade nicht hin. Ein Glück bin ich hier im Kabelsalat gefangen. Nein, Kerl. Nicht loslassen, was machst du denn? Was ist ein RB? Kann ich dich retten? Oh. Oh. Kein Pilot! Hör auf, durchhalten! Komm schon! Ausweichen! Ducken! Ich hab gesagt, ducken! Das Ding kann kaum fliegen! Ja, ist ja auch auf dem Schrottplatz. Nicht zu Unrecht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es fliegen können. Prof, geht's dir gut? Da vibriert der Controller, das ist anscheinend sehr anstrengend. Nicht der leichteste Stahl. Was war das eben? War das, warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Vergiss, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Für Leute wie dich gibt's ein gutes Geld. Ich weiß. Verrat mich doch nicht. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Sehr schön, dass der überlebt hat. Ich mag den irgendwie. Wäre echt traurig gewesen, hätte es nicht geklappt. Oh
Oh je, da sitzt man wieder in der Metro. Wenigstens hat man einen Sitzplatz. Die anderen müssen stehen. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl. Ja. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Das ist richtig. Wollen wir uns daten? Gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Das ist richtig. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Wo soll ich dann hingehen? Asher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Ach, ich bin Kerl. Na gut, macht auch mehr Sinn. Ist egal. Hat ja nichts verändert. Oh je, da bin ich wieder deprimiert im Zug. Ich dachte, es soll mich von der realen Welt ablenken, so ein Spiel. Ja. Ich bin mir fast sicher, dass ich den nächsten Lichtschwert bekomme. Hä? Brauf? Wo bist du denn hin? Hat er sich einfach verabschiedet, der Arsch. Lauf. Wo bist du hin? Da ist er doch. Was macht der denn? Ich hoffe, der verrät mich nicht. Ich glaube nicht. Der wirkt so nett. Ich habe Vertrauen in ihn. Bleibst du hin? Was machst du denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, da kommt, glaub ich, was. Ja. Ja, geht halt nicht. Kann ja hier nicht viel machen. Oh, ein Droide. Hä? Wieso sieht das hier jetzt so anders aus? Hallo? Träum ich? Ich glaube, da stimmt was mit meinem Hirn nicht. Wundert mich, dass mein Charakter sich nicht fragt, hä, was hier denn los? Lass das mal. Du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Was ist das denn für eine Aussage? Nein, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! Oh, die Leute, die nichts treffen. In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Ja, wollen wir es hoffen. Servus. Oh je, wie haben die das mitbekommen, dass ich da was Mächtiges gemacht habe? Wer ist denn das? Sieht aber dunkel und böse aus. So, und nu, ich habe keine Schmuggelware dabei. Oh, das ist die zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Da habt ihr einen falschen Zug erwischt. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Oh je. Stell dich selbst. Sonst werden
alle hier gemeinsam hingerichtet. Oh je. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Der opfert sich für uns. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Was mache ich denn? Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur zu ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind doch alle entbehrlich. Ja, das auf jeden Fall. Seid ihr. Nein, töt ihn doch nicht einfach. Sieh an, ein Lichtschwert. Ja, das habe ich gefunden im Müll. Nein, ich soll doch der Macht vertrauen. Ach, wir hätten Brauch doch retten können, wenn wir ihm im Lichtschwert rumhantieren. Ich bin hingefallen, nicht schießen. Keine Bewegung. Ich bewege mich doch gar nicht. Bin gefallen. Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schwarz Jedi. Ja. Sehr schön. Also das über den Funke. Ein Jedi? Sei wachsam. Der kommt nicht vorbei. Blasterbolzen LB. Feuer! Wir können gar nicht. Aha. Ich weiß, was LB ist. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Nein, gebt mir doch nicht aufs Maul. Sehr schön. Wie komme ich da rein? Wieso kann mein Lichtschwert das... Ah, oh, kann es doch. Na gut. Interagieren. Muss ich da rausspringen? Das war definitiv ein Ausweg. Also es gibt zwei Auswege. Ich glaube, ich soll hier hoch. Das macht auch mehr Sinn. Auf den Gepäck. Auf die Gepäckstücke aufpassen. Okay, irgendwie will der nur den einen Ausweg. Mensch, bin ich schlecht in dem Spiel bis jetzt. Das kann nur besser werden. Da unten geht's doch lang. Was mache ich denn für einen Mist? Das sieht man doch hier deutlich, was man machen muss. Ist, glaub, einfach zu spät heute. Na, da komme ich rein. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. Zielerfassung. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen. Augen darüber. Ich schaffe das nicht allein. Natürlich schaffst du das nicht allein. Ja, ich hab Finisher. Wo kommst du her? LB halten, um Angriffe zu blocken. Hey, ist gefährlich. Natürlich bin ich gefährlich. Ich bin ein Jedi. Kommen da noch mehr? Na also. Rein in den Lüfter mit dir. LB halten, um die meisten Angriffe zu blocken. Na, damit komme ich klar. Das muss man ja nicht mal wirklich gut timen. Zumindest im Moment nicht. Mensch, das ist eine ganze Ansammlung von euch. Entschuldigung. Okay. Ja, das war doch dann erfolgreich pariert, würde ich sagen. Mensch, das nenne ich mal Tutorial-Level. RB-Gegner, ich drück doch die ganze Zeit nur RB. Das ist echt ein schönes Kampfsystem. Macht zumindest Spaß. Hui! Ich mache anscheinend gern diese Überrolle. Ich drück doch RB. Was willst du von mir spielen? Gegner mit verlangsamt bremsen. Okay, ich mache irgendwas nicht richtig mit dem Verlangsamen und Bremsen.
Ach, RB. Ich Vollidiot. Ich Vollidiot. Es ist tatsächlich zu spät. Na gut. Blauer Umriss. Gut, ich nutze die Macht und... Was mache ich mit der Macht? Oi. Na also. Das hat geklappt, nachdem ich verstanden habe, was zu tun ist. Nehmt sie zurück. Die Blasterschüsse könnt ihr behalten. Ich glaube nicht, dass du bereit bist. Noch einer, der aufs Maul will, außer ich. Ich dachte nicht, dass der jetzt automatisch darunter geht. Muss ich hier rein? Nö. Irgendwo kann ich die Macht... Macht? Die Macht macht's möglich. Da. Vorsichtig. Vorsichtig. Nur kein enger Tunnel darf kommen. Dann klappt schon alles. Einmal nach oben. Dann wird man dich loben. Und dann wieder hier hoch. Na, so langsam läuft das ja. Ganz viele. Ja, alles klar. Tutorial-Kampf. Ich werde ihn kriegen. Er ist so gut wie erledigt. Ich block doch. Wir werden dich bewegen. Ja, ich glaube auch. Ich habe aber gerade behauptet, das läuft gut. Nein, ich habe doch geparried. Ja, ich glaube auch. Das war der erste Sturmtruppler, der was geschafft hat. Natürlich will ich respawnen. So heißt, glaube ich, auch das Entwicklerstudio. Na also. Kaum der Rede wert. Wie gesagt, ich bin nicht so controller-affin. Das wird sich mit der Zeit geben. Das Spiel hat ausdrücklich empfohlen, dass ich doch einen Controller verwende. Und da bin ich eigentlich geneigt, mich dran zu halten. Auch wenn ich tatsächlich den Vorteil noch nicht sehe. Na gut. Dann einmal nach oben. Na also. Ich schieb's einfach darauf, dass mein Controller sich heute ein bisschen wirrt anfühlt. Leichter Stickgriff und all das. So. Der Jedi ist hier. Vernichtet ihn! Nein, vernichtet ihn nicht. Er bewegt sich. Ja, ah, so ist Ausweichen. Ja, hätte ich das mal gleich gelesen, wäre es ja leicht gewesen. Ich erwische alle von euch. Und Tschüssikowski. Das ist echt cool. Wenn man es kann, ist es bestimmt echt cool. Weg mit den Schläuchen. Sind eh nur im Weg. Mensch, der ist echt dünn. Halt den Zug auf. Nein! Hochdeckung! Zwischen den Seiten nach vorn! Jetzt! Deckung! Tja, das ist Pech. Ich bin ganz gut gedeckt hier. So. Und vorwärts. Schneller. Bin doch schnell. Au, 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 au. Ich block doch. Ai je. Der hat mich aber ein bisschen erwischt. Friendly Fire. Deckung. So hält man den Zug aber. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Also das Spiel macht bis jetzt echt einen super Eindruck. Das Setting und die Atmosphäre sind klasse. Die Dialoge und das Verhalten der Charaktere ist auch insgesamt stimmig. Das ist schön mal zu sehen. Nur mit dem Kampfsystem und der Steuerung muss ich persönlich noch etwas warm werden. Da würde ich aber bei mir ganz klar sagen, Skill Issue. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll.
Genau, dann wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.